6 Minuten für dich, lieber David. Ja, guten Abend Gladbach. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und da das Ding ja hier Poetry heißt, fange ich mit einem kurzen Gedicht an. Ich bin eine kleine Lyrikerin, man sieht es mir vielleicht nicht an. Und das heißt, selbst ist die Frau. Sabine K. aus Witten hätte gern größere Titten. Doch im Portemonnaie kein Geld für eine OP. Geht zum Baumarkt um die Ecke, kauft dort Silikon, die Schnecke, spritzt sich das Zeug in die Brust. Vorbei ist der kleine Tittenfrust. Am Abend dann beim Duschen, das Wasser ist sehr warm, dehnt sich das Zeug in ihren Busen und es macht verdammt laut. Es gibt einen Flutsch und ein Gewimmer, Sabines Brüste sind Geschichte. Dafür ist jetzt im Badezimmer jede Fuge abgedichtet. Dankeschön. So viel zum Thema Poesie. Ich habe auch einen Text dabei und da reimt sich nichts zum Glück. Und er trägt den Titel Stell die Welt auf den Kopf. Dein ganzes Leben lang musst du dir anhören, wie du dich zu verhalten hast. Steck das nicht in den Mund, spring dich vom Beckenrand, ist dein Teller leer, fass das sicher, lass die Finger bei dir, geh zur Schule, mach keinen Ärger, trink nicht so viel, steh endlich auf, nimm bloß keine Drogen. Das darfst du nicht. Doch damit ist es jetzt vorbei. Du bist dein Gott, du kannst entscheiden. Stell die Welt auf den Kopf, stülpe sie um, mach sie zu deinem Spielplatz. Sei verrückt, raste aus und brich alle Regeln. Schaff dir Momente, die in Erinnerung bleiben. Mach aus deinem Leben ein Fotoalbum der Entgleisungen. Renne Wände ein, baue sie wieder auf und renne von der anderen Seite dagegen. Lache, wenn andere weinen und wein einfach drauf los, wenn du an der Ampel stehst. Spring von einem Bordstein und brich dir die Beine. Nuckel den Bus an deinen Daumen. Hau dir eine Flasche Jägermeister rein und fahr dann eine Runde Achterbahn. Nenn jeden, mit dem du sprichst, mindestens eine Stunde lang Rainer. Reißt du irgendeinem Spacken seine Etali-Kappe vom Kopf und prügelst so lange damit auf ihn ein, bis sich in seinem degenerierten Hirn so etwas wie Geschmack einstellt. Geh in den Dortmunder Fanblock und singe das Schalke-Lied. Schnorre die Penner am Bahnhof an. Wenn du im Büro die Toilette benutzt, lass alle Türen auf und stöhnt schön laut, damit alle was davon haben. Zieh dir bei McDonalds eine Lein Parmesan-Käse rein. Geh in den Zoo und wirf die Affen mit deinem Kot. Beende jeden Satz mit Amen oder das habe ich in meiner Vision gesehen. Sammle auf öffentlichen Toiletten Schamhaare und häkle einen Topflappen draus. Biete der Polizei deine Dienste als Geheimagent an. Frag die Menschen auf der Straße, welches Geschlecht sie haben. Laufe rückwärts gegen den Strom. Stell die Welt auf den Kopf, heb sie aus den Angeln, form sie nach deinen eigenen Wünschen. Werde Poetry Slammer und mach die Welt zu einem besseren Ort. 5 Minuten hast du Zeit. 5 Minuten, in denen du als Künstler deine Message an den Mann bringen kannst. 5 Minuten, in denen du einen Slamtext vortragen kannst, der Israel und Palästina vereint. Ein Slamtext, mit dem du dabei einer Misswahl gewinnen könntest. Ein Slamtext, der dir zur Weltherrschaft verhilft. Ein Slamtext, nachdem Putin endlich versteht, was eine echte Demokratie ist. Ein Slamtext, so traurig, dass sogar Chuck Norris weinen muss. Ein Text so schön, dass er Kriege beendet und Sekten zerschlagen kann. Ein Text, der AIDS, Krebs und Alzheimer heilt. Ein Text, der Ed Hardy, Unisex, Friseur und Apple in den Ruin treibt. Ein Text, bei dem sogar die Sprechpausen zum Nachdenken anregen. Ein Text, der nachträglich in die Bibel reingeschrieben wird. Ein Text, der alle Frauen hier so wuschig macht, dass alle Männer hier heute Abend endlich wieder Sex haben werden. Ein Text, der dafür sorgt, dass Bärte nicht mehr kratzen und Schamhaare sich anfühlen wie Katzenfell. Ein Text, der bei YouTube an einem Tag so viele Aufrufe hat wie der beschissene, niesende Panda-Bär in 3 Monaten. Ein Text, der die Welt auf den Kopf stellt. Stell die Welt auf den Kopf, übertrete Grenzen und stecke sie neu ab. Sei laut, frech und unberechenbar, überrasch dich selber. Scheiß auf Political Correctness, kämm dir die Haare gegen den Strich und sei es Prinzip dagegen. Hetze Rechtsradikale durch die Stadt. Geh in ein Fitnessstudio, beobachte den fettesten Typen dort, während du Chips und Cola in dich reinstopfst. Laufe mit einer Waffe in der Hand durch die Stadt und singe mit einem irren Blick: Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Kauf dir 100 Aufgaben von Mein Kampf und verbrenne sie öffentlich. Geh in ein vegetarisches Restaurant und bewirf die Gäste mit Hackfleisch. Wechsel jeden Tag deine Religion, wechsel dafür 1 Monat lang deine Unterwäsche nicht. Verkleide dich als Sensemann und schlurfe bedächtig durch ein Altersheim. Ja. Stelle alle Kopierer im Büro auf 200% in der 399 Kopien. Geh zu den Zeugen Jehovas, überzeuge sie vom Buddhismus. Schreib das Dr. Sommer-Team an und erzähl ihnen, dass du vom Küssen schwanger geworden bist. Spreche einen ganzen Tag lang nur in Reimen. Geh in die Stadtbibliothek und tu so, als hättest du das Tourette-Syndrom. Begrüß die Dame hinterm Tresen gleich mit einem: Du leckst doch Victor Hugenschlampe! Tu, wo du immer Lust hast, hab Spaß und genieß es. Du hast nur dieses eine Leben, mach was draus. Dankeschön! David Grasso aus Wuppertal.
gebracht zu euch.